Sie ist weg. Weg. Ich bin wieder allein, allein. So, ja. Erstmal Fragen beantworten hier, Teil 2. Teil 2 bin ich dabei. Geht. Also, es kommt aber ganz drauf an. Also, ich muss sagen, ich lebe in einer Welt mit sehr vielen Lügen. Ja, manchmal muss es sein. Ist ja auch menschlich, oder? Solange es nicht zu Schlimmes ist. Manchmal muss man halt lügen, um ein Geschenk zu verstecken, zum Beispiel. Ich ertappe mich schon manchmal dabei, dass ich Notlügen entwickle, aber eigentlich löse ich das immer auf, weil Kevin muss ich nicht anlügen, weil der nie angepisst ist. Also, ich muss mir durch Notlügen jetzt keinen Freiraum schaffen. Ja, also eine Weile musst du jetzt erstmal definieren. Eine Weile ist bei uns, ich sag mal, maximal 2 bis paar Stunden. Wir sind jetzt nicht so Leute, die zum Beispiel jetzt einen ganzen Tag oder über Nacht nicht miteinander reden. Das habe ich halt so anerzogen bekommen. Das war bei uns immer so zu Hause, bei meinen Eltern und mir, dass man sich immer vorm Schlafengehen verträgt, damit niemand im Bett liegen muss und traurig ist. Ich sag immer so, jeder so, wie er es will. Das käme für mich nicht in Frage, nein. Die einen wollen 3 Beziehungen haben, die anderen wollen einfach freie Liebe, Woodstock, mit allen Sex haben, andere wollen eine monogame Beziehung. Das heißt nicht, dass ich die Idee der Polygamie scheiße finde oder so. Also ich finde Polygamie top. Go for it. Ich finde Polygamie cool. Also für die Leute, für die das, also die das machen wollen. Und ich habe jetzt aber irgendwie nicht so den Wunsch danach. Ich würde mit dem Gedanken nicht klarkommen, dass Jaco mit wem anders so. Ja. Das klingt irgendwie so, als ob wir so eine Abmachung hätten, ne? Du darfst an mein Handy und ich an dein Handy. Also mein Fingerabdruck ist mal mit das erste, was ich bei Jaco ins Handy einspeichere. Ich habe kein Problem damit, wenn Kevin an mein Handy geht und er hat kein Problem damit, wenn ich an sein Handy gehe. Aber dann ist es eher sowas wie, mein Akku ist leer. Ja, schon. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, ein Kind zu adoptieren. Also ich hätte schon gern irgendwann ein eigenes Kind, weil ich es irgendwie cool fände, dass da ein Mensch ist, der aussieht zur Hälfte wie der eine und wie der andere. Das ist ja schon eine coole Sache, wenn man jetzt mal, Kinder sind sowas Selbstverständliches in unserer Welt, aber wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, dass da dann jemand wäre, also ein echter Mensch, der so lebt und so ein Bewusstsein hat, und dann halt einfach so zu 50% aus mir und zu 50% aus Kevin besteht, das ist halt eine richtig krasse Sache. Ja, wow, Jaco entdeckt, was Fortpflanzung bedeutet. Das hätte ich schon gern, aber jetzt so ein zweites Kind würde ich auch adoptieren. Also meine Fahrprüfung war furchtbar. Ja, ich hatte 2 Fahrprüfungen. Die erste war absolut furchtbar. Und die zweite Prüfung war, da habe ich halt bestanden. Das war aber auch wirklich ganz knapp eigentlich. Und wie war es bei Kevin? Kevin, erzähl doch mal, wie war denn deine Fahrprüfung? Also ich hatte eine Fahrradfahrprüfung. Das war meine erste und einzige Fahrprüfung, die ich bisher hatte. Die war klasse. Ein Fehlerpunkt mehr, ich wäre durchgerauscht. Aber ich hatte Spaß, mit dem Fahrrad den Berg runterzufahren während meiner Fahrprüfung und Vollgas zu geben und Vollbremse zu machen, ja. Ich erinnere mich an den Tag vor 6 Jahren, als du sagtest, dass du jetzt bald deinen Führerschein machst, um mich zu entlasten, dass ich nicht immer alleine fahren muss. Autoführerschein habe ich bisher noch nicht gebraucht. Nö. Wenn ich was wirklich wollte, kann ich das auch mit Jaco zusammen machen, so. Punkt. So wirkliche Lebensträume oder so habe ich, glaube ich, gerade gelebt, weil ich ihn kennengelernt habe. Weil ich immer so 1000 Zweifel, kann man das machen oder nicht? Und Kevin ist so, hä, warum denkst du so viel darüber nach? Lass uns das doch einfach mal versuchen. Definiere asozial. In unserer Welt ist asozial irgendwie ein Kompliment. Wir sind beide recht asozial, finde meiner Meinung nach. Ich wette, Kevin sagt, dass er asozialer ist, aber eigentlich bin ich asozialer. Ich glaube, Jaco würde sagen, dass sie asozialer ist. Ich glaube, Kevin ist so, könnte so asozialer im Lebensstil sein. Man sieht ihn so auf der Straße mit seiner Kippe und seiner Jogginghose und denkt so, ah, oh, er hat voll die Assi-Vibes. Aber ich glaube, im Geiste bin ich asozialer. Sie denkt, sie ist asozialer. Aber tief in mir drin bin ich sehr doll asozial. Kevin ist zu unschuldig im Geiste. Kevin ist ein Lamm. Irgendein kaputtes. Eine Ente. Wir reden darüber, ob Kevin ein Fahrzeug wäre. Er hat noch nicht mal einen Führerschein, um ein Fahrzeug fahren zu können.
Jacko wäre nicht der coole Käfer, Jacko wäre die Ente. Ich glaube, der wäre irgendwie so ein Jeep. Wobei, der sitzt ja auch den ganzen Tag nur zu Hause, ne? Kaum lässt er sich ein Bart wachsen, funktioniert es sogar schon bei mir, dass ich denke, er ist ein Naturbursche. Eigentlich so vom Geiste her könnte er auch so ein Trabi sein oder so ein Twingo. So einer mit so aufgeklebten Wimpern. Das kommt jetzt drauf an, wie man Streit definiert. Also wenn man jetzt so Zickereien mit reinnimmt, würde ich sagen jeden Tag, weil ich eigentlich ich kann sehr, sehr launisch sein. So richtige Streitereien, wo man wirklich traurig ist und sich aus dem Weg geht, das eigentlich nicht so oft. Wenn ich so grob über den Daumen peilen müsste, so insgesamt so ein, zweimal im Monat? Alle zwei, drei Wochen. Also jetzt nicht so super schlimm wie früher in Beziehungen bei mir, wo man so einer läuft weg, um zu gucken, ob der andere hinterherläuft und dann schmeißt man sich auf die Straße und schreit sich an und ich glaube, wir passen gar nicht zusammen und vielleicht müssen wir uns trennen. Solche Streitereien nicht, sondern eher so, willst du mich eigentlich verarschen, leck mich am Arsch, du brauchst heute nicht mehr mit mir reden und dann geht man und macht die Tür zu und ist bockig. Sowas. Sowas kommt so alle drei Wochen vor. Ja, finde ich aber geht voll klar. Ey, wir leben in einem Zimmer gemeinsam zusammen. Ich finde, es ist eine ziemlich gute Frequenz. Spricht eigentlich für uns, oder? Immer ein bisschen abhängig von, naja, keine Ahnung. Wenn es draußen um 4 Uhr dunkel wird, bin ich halt scheiße drauf. Ist halt so. Und dann zickt man sich schon öfter an. Aber so richtig ausgewachsene Streits sind eher selten. Oh, das war's schon wieder. Blablabla.